Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Streets, auf meinem zweiten Account. Ich war dabei, Punisher 6 zu machen, also die SVD-Kills. Und ja, Streets hat sich dafür angeboten. Ich war ein bisschen am Farmen und habe nebenbei die Kills gemacht. Und in dem Raid lief es echt gut. Ich muss sagen, die SVD, ich bin kein Fan von der Waffe. Wie viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, ich habe mich durchgebissen. Ich habe sie Medium gemoddet, mit LPS-Ammo gespielt. Und in dem Raid ging es ja echt gut. Und ja, ich will nicht zu viel spoilern. Schaut es euch einfach an, war auf jeden Fall spannend. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ich hasse es, ich hasse es. Ich komme hier nicht raus, ich habe keine Melee-Waffe, hä? Ohne zu schießen. Das heißt, der da drüben hat es auf jeden Fall gehört. Und wenn er es richtig macht, kann er jetzt gerade auf mich aimen und mir direkt geben. Oh, ich habe keinen Splinter dabei. Schlimmster Spawn, bei dem muss man eine Scheibe zerschießen, dass man überhaupt rauskommt. Oh nice, brauchen wir. T-Shaped Plugball, okay. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Das haben wir auch. Perfekt ausgestattetes Ding. Let's go. Wir haben ja eh keinen Markroom Key. Wir sind wegen den Boxen hier. Und vielleicht wegen dem einen oder anderen Kill. What? Ist der hier unten oder? AGG, ey. Scheiße, Mann, das ist verflucht lang, das Ding. Ich kann den von hier aus nicht pushen. Ich hasse es. Servus, Dirk. Ich dachte, da geht durch diese... Kann ich auch nicht durchschießen, ne? Er haut nach hinten ab.
Finally, ey. Finally. Beste Waffe. Hey, irgend so ein Busch. 3 Granaten gebraucht. Und ich kann nicht aus dem Fenster schießen, weil die scheiß Waffe so lang ist, ey. Richtig nervig. Richtig nervig. Ah, der hat ein MP5, okay. Okay. Das nehmen wir ihm erstmal ab, würde ich sagen. Eine Taschenlampe dran, Gigi. Ja, wollte wohl snipen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, hier hinten ist jetzt keiner. Alles klar, Rudi, good luck. Ha, ordentlich Ammo dabei, holy fuck, ey. Ordentlich Ammo dabei. Muss man ihm lassen. Schreibtisch auseinanderbauen und das um 8:30 abends, ey. Fetter Stress. Da sind meine Exits. Underpass your river. Weit weg von allem. Wir looten erstmal. Ich glaube, ich hatte ihn schon direkt beim ersten Schuss ganz gut getroffen. Aber hab's halt nie geschafft, ihn zu finishen, ne? Zweiter Schuss ging dann bei mir wieder in die Fensterbank. Kannst nichts machen. Ah, die Rüstung? Na egal, die nehmen wir mit. Ja, 32. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, dem ist immer blöd zu pushen, ja. Ey, gut, es geht schon. So ist nicht. Ich habe ja gepusht. Aber du musst ihn dir halt zurechtlegen. Da ist, die Sache ist, du musst halt schauen, dass du unten auf dem Rechtspeak rauskommst. Das ist ein Skeff. Musst halt immer schauen, wo du rauskommst, ne? Freunde findest du mit dem Ding aber schnell von der Lautstärke her. Von Skeff. Freunde finden es doch toll. Na, kommt immer ganz drauf an, ne? So, ich glaube, wir gehen rüber zum Autohandel, oder?
Das Party habe ich gehört. Ich habe ihn hier zweimal habe ich ihn getroffen. Der muss schon ganz gut verletzt gewesen sein. Ja, ist es meistens so. Packer, okay. Und wenn es meistens so ist, sehr gut. Hey, Impuls, servus. Wie läuft's? Oh! Wir haben den ersten Kill mit der SVD gemacht. Bis jetzt ganz gut. Geht an der Klimov Street raus. Ah, okay. Na dann. Gleicht sich's aus, Packer, sagst du. Autohandel. Go. Eigentlich könnte ich hier das Gebäude looten und dann abhauen. Hier, diese Aktenschränke sind nämlich extrem guter Loot für mich. Onwick Marky, wie geht's? Okay. Hört sich so an, als hätte er nicht das krasseste Gear. Brauner PMC Kills, ne? Oh. War ja klar, dass jetzt das Flugzeug kommt. Ich brauch Sound. Und wir schauen mal von oben. Eben Gaming, servus. Alter, wieder hier. Oh shit. Bald muss ein Skeff. Was macht der? Wieso lootet er nicht? Was ist da los? Das ist ein PMC. Ja, den muss ich eigentlich holen. Das sind vielleicht sogar zwei. Der hier wurde nämlich Silenced erschossen, glaube ich.
Oh, da oben liegt er drauf, habt ihr gesehen? Ratte. No! Ich brauche ich. Uhuhuhu. Ich werde so gefistet. Das sind zwei. Die laufen weg. Oh mein Gott. Hier ist auf jeden Fall Party. Hey, die. Scheiße! Ich muss da raus. Ich muss den geben. Hilft nichts. Moment, ich muss hier weg. Wenn die naden, bin ich tot. Die SVD ist auch kacke, aber hallo, ey. Die Scavs helfen mir. Die sind immer noch da. Jetzt sind sie drin. Trauen sie auch nicht, ne? Die trauen sich auch nicht hier rein. Ich hab doch bloß eine SVD.
Was mit den... Wenn ich hier rauskomme, bin ich tot. Oh, ich weiß nicht, ob er schon drin ist. Es geht so ab wegen dem Airdrop, auf jeden Fall. Hockt da hinten einer? Da bloß ein Scav. Er ist auf jeden Fall drin. Da hinten ist halt noch eine Truppe, ne? Am liebsten wäre, wenn er hier reinkommt. Die Nahkampfausrüstung, ja. Und drei Leute um mich rum. Genau so. Das sind aber auch passive Typen, Alter. Holy shit. Gut, dass die überhaupt nicht pushen oder überhaupt keinen Anschein machen zu pushen. Es hat jetzt 10 Minuten gedauert, bis er da unten rein ist. Ah, nee, die behalten wir mal, komm. Die Sache ist, ich höre sie bloß, wenn ich unten bin. Mir was zum Werfen kommen. Er ist der Typ, der da oben drauf rumliegt und jetzt hat es... Ich keine Ahnung. Oh, die werden hier außen zusammengeschossen. Moment. Von einem Scav. Let's go! Immer noch hier vom Tor. Und heilt sich hier. Wurde vom Scav getroffen. Laufen auf der Straße und wir sind noch nicht drin. Da hinten rennen sie. Drei Kills, easy. Das Blut ist neu, das ist von mir. Wurde von mir vergossen. TG der Stift, ja, das ist das Gute an der SVD.
Die ist schön laut. Einschüchterungsfaktor ist definitiv vorhanden. Jetzt kommt der nächste hier von rechts. Da. Komm her. Komm her, zeig dich. Oh ja. Genau so und nicht anders. Genau so und nicht anders. Ei. Besonders wie er doch schön hinter der Kiste vorgibt. Geil. Geil, geil, geil. So. Was ein Winkel, ey. Das ist immer noch die Arschgeige, die da oben drauf liegt, ne? Lag, ne? Und mit dem machen wir jetzt mal ein bisschen Halligalli, bevor mein Wasser... Ich muss mal schauen, ob der irgendwas zu trinken hat. Wasser geht nicht. Ah ja, nice. Der Next hat Key. Nice, Kaba kann kommen. Ich weiß nicht, wo der hockt, ne? Jetzt kommt er gerade. Hallo. Ich habe seine Granate genutzt, um in Rechtspeak zu laufen, ohne dass er es hört. Er hat sozusagen seinen Sound kaputt gemacht mit seiner Granate. Okay, jetzt können wir, glaube ich, langsam looten gehen. Das war nicht der Typ, der da oben drauf rumgegammelt ist. Deshalb, ne? PVT Dick CK Head. Weiß nicht genau, was das heißt. Aber, ne? So. Es war die Beste. Dass ich alles rausbringe, ja, das wird jetzt interessant, ey.
Das wird jetzt interessant. Ich höre Steps. Meiner? Ich glaube schon, ne? Ja, ist meiner. Mein Gewicht nimmt zu? Ja, so ist es, wenn man mit der SVD unterwegs ist, ey. Da kriegst du einfach Loot ohne Ende. Jedes Mal. So, den hinter der Kiste müssen wir aber auf jeden Fall auch angriffeln, ne? Also der ist ganz wichtig. Hier ist schon wieder ausgehüpft. Skeff. Ach, das war bloß ein Scav hier. Schade, das war... Oder? No! Da hockt noch einer. Willst du mich verarschen? Ey, nee! Oh, regungslos hockt er in der Ecke. Du kleiner Lappen. Das war auch ein Scav, ey. No! No! Arschloch. FTX Custom Light Slug. Ja, ist ja klar, ne? 3 Kills haben wir. To get away.